Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Moons of Madness mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Hier haben wir schon das erste Ding gefunden. Umblättern. Was ist das? Just my luck. I need to find something that can fit in there. Hier war ein Knopf. Drücken. Dann drücken wir mal. Zurücksetzen mache ich ja. Declan, I found the bio gauge, but it won't turn on. I need to reset it. Find something small and thin. A pen should work. Ein Stift. Aktivierungssequenz. There. Got it working. Great. Ah. You should be able to reboot the security system now. Just scan the servers with the bio gauge. Okay, Biomassgerät. Rein und weg zum linken Alt-Taste. Inventar. Cool. Hier ist ja mal was Interessantes. Wir gucken aber erstmal den Server. Drücke. Da ist eine Tür. Okay. Ich dachte jetzt, ich kann das nehmen. Deswegen war ich so ruhig. Den Server will ich noch nicht scannen. Ich will erst hier alles suchen. Aber wahrscheinlich sollte ich das tun und dann alles suchen. Oder es passiert irgendwas und ich kann dann nicht mehr alles untersuchen. Den Greenscreen. Ja, hier ist ein Computer. Der ist offline. Das kann ich auch nicht benutzen. Verschlossen. Was? Cerberus Blo 867 Servergehäuse. Das führende Verbinden. Fehler. Das System ist gestört. System neu starten. Quake probably knocked the panels out of alignment. This has been an ongoing issue. I'll have to adjust the solar panels manually. Das werden wir auch gleich machen, aber jetzt gucken wir uns erstmal, was wir hier so gefunden haben. Invictus. Öffnen. Die Orchi Group gibt voller Stolz eine bahnbrechende wissenschaftliche und menschliche Leistung bekannt. Willkommen bei Invictus. In Kürze wird im Rahmen des Entwicklungsprogramms die erste langfristige Raumstation auf dem Mars errichtet. Und wir wissen, dass Sie Fragen haben. Wir bewundern und begrüßen die Pionierarbeit von Organisationen wie der NASA, aber jede Regierungsinstitution hat ihre Grenzen. Urici verfügt als weltweit agierendes Unternehmen über grenzenlose Ressourcen und Kompetenzen. Wir können die Erkundung des Weltraums auf einzigartige Art und Weise auf ein neues Niveau heben und wir brennen darauf, dies zu beweisen. Wozu die Sterne erkunden? Die Erkundung des Weltraums mehrt nicht nur das Wissen der Menschheit, sondern ermöglicht gleichzeitig die Entwicklung neuer Technologien, die uns allen das Leben auf der Erde deutlich erleichtern. Was ist die Urici Group? Urici ist die weltweit größte der weltweit größte multinationale Konzern mit dynamischer Tochterunternehmen. Meine Stimme belegt sich gerade. Gemeinsam bilden wir 8 Köpfe, die auf einen Horizont voll Innovation blicken. Wir betrachten Grenzen als Herausforderung, das Unmögliche als Wagnis. Wir verschieben Grenzen, wir streben Spitzenleistung an, wir werden die Welt verändern. Urici Group. Wir werden Manticore Research. Manticore Research Group, führend im Bereich Raumfahrt, Verteidigung und Industriedesign. Manticore, wir schaffen ihren Horizont. Anansi Technologies, führend in den Bereichen Computer, Hard- und Software. Anansi Technologie, die zählt. Aha, Anansi. Ach so, das ist das, was hier unten stand. Ich kann das nur noch verlassen. Okay, dann haben wir hier noch so ein Buch. Das lesen wir jetzt auch ganz durch.
diese Mitarbeitervertraulichkeitsvereinbarung im Folgenden, die Vereinbarung wird geschlossen zwischen Mitarbeiter und der Urochi Group, Unternehmen gemeinsam, die Parteien und so weiter. Diese Vereinbarung bestätigt, dass eine bestimmte vertrauliche Information, Geschäftsgeheimnisse und betriebliche Daten in dieser Vereinbarung definiert als vertrauliche Informationen des Unternehmens zwischen dem Mitarbeiter und dem Unternehmen in dieser Vereinbarung die Parteien ausgetauscht werden dürfen. Die in dieser Vereinbarung dargelegte Bestimmungen definieren die Umstände, unter denen der Mitarbeiter vertrauliche Informationen weitergeben bzw. nicht weitergeben darf, sowie die Rechtsmittel, Strafen und rechtlichen Schritte, die das Unternehmen ergreifen kann, wenn der Mitarbeiter die genannten Informationen nutzt oder weitergibt. Beide Parteien stimmen zu, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, die vertrauliche Informationen des Unternehmens zu schützen und bestätigen, dass die Bestimmungen dieser Vereinbarung beiderseitiges Vertrauen und Verschwiegenheit gewährleisten. Hinsichtlich des Beginns der Beschäftigung des Mitarbeiters bzw. der Weiterbeschäftigung innerhalb des Unternehmens einigen sich die Parteien wie folgt. Ich glaube, ich lese das jetzt nicht alles vor, weil hier ist... Flipping through this monstrosity once was more than enough. Wir sind beide einer Meinung. Wir lesen das nicht nochmal. So, ist hier denn jetzt noch mehr Zeug, was man ansehen kann, weil jetzt hier Licht an ist? Nee. Hier nicht. Hier? Hier ist wieder so ein Stein. Und der die immer an. Guck mal, hier ist noch was. Seien Sie gegrüßt. Diese Maßnahme, das ist nicht mit der... Doch, das ist mit der ID-Karte, das haben wir doch schon gelesen. Das liegt hier nochmal überall. Die sind ja sehr drauf bedacht. Auf irgendwelche Sicherheitseinhaltungen. Ah, guck mal, das konnte ich vorhin nicht nehmen. Öffnen. Lesen. Protokoll 1. Ergänzendes Protokoll unserer laufenden Analysen von Proben im Rahmen der Suche nach Beweisen für mikrobisches Leben auf dem Planeten Mars. Das Zweifaltigkeitsgesetz ist ein interessantes Konzept. Tritt im Kosmos ein neues Phänomen auf, es ist eine Anomalie. Ja, das haben wir gelesen. Proben der Standorte A01 bis A15 analysiert. Keine Spuren fossiler Mikroben. Das ist natürlich nicht schön. Hier liegt auch nochmal so ein Steinchen. Da haben die denn drinne gesucht, würde ich sagen. Hier, das ist doch wieder die ID-Karte, ne? ID-Karte, ID, ja. Ich lese mir das jetzt nicht jedes Mal durch. Was ist das hier? Lukas, Mission Control möchte, dass wir einige Daten hinsichtlich eines möglichen Ausflugs auf die beiden Monde sammeln. Es geht um die Logistik einer Erd- bzw. Mars-gestützten Mission. Wir sollen beide Szenarien grob durchkalkulieren, vor allen anderen. Außerdem soll ich mir die Umlaufbahn der Monde ansehen. Phobos soll in einem Marsradius von 1,4 exakt 7,66 Stunden für einen Umlauf brauchen. Deimos 30,35 Stunden in einem Radius von 3,5. Laut Mission Control sind sie allerdings deutlich und schneller. Möglicherweise ein Messfehler. Das überlasse ich dir, Josie. Aha. Was sind das für Dinger da? Das ist der Zettel. Er zeigt das aber rechtzeitig an, wo was ist, ne? Ich gehe natürlich noch nach da oben. Und hier kann ich auch noch hingehen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hoch und gucken hier. Hier, der Computer geht immer noch nicht, ne? Der ist offline. Hier ist aber nichts zu holen. Hier hat man den Ausblick. Wir sind in einer Art Ebene, würde ich sagen. Da hinten sind aber felsige Felsen. Aber hier ist nichts weiter zu sehen. Huch, ich hänge irgendwo fest. Liegt überall ein bisschen Staub drauf. Was ist das da hinten? Ich muss den Eingang wiederfinden. Hier hätten wir gesessen und Kekse gegessen. Interessant. So, dann gehen wir mal runter. So, dann machen wir das mal größer. Ziele, zur Solaranlage gehen. Mit dem
Myrket, Mai oder Myrket fahren. Inventar. Ein innovatives Biomessgerät. Ein herkömmliches Brecheisen. So, hier geht's nicht weiter. Ich will nur mal gucken, wie viele Türenmöglichkeiten wir haben. Da und da. Living Area. Da wollen wir ja nicht hin. Airlock. Ja, hier, komm. Airlock, komm, raus hier. Oh, hier ist ja noch was. Living Research. Hä? Ach, jetzt können wir hier... Was, wie, was? Hä? Aha. Ach so, und dann bin ich hier in der Living Area. Pass auf, hier, hier, in dem Ding. Die Tür war das. Okay, okay, okay. Das haben wir. Entschuldigung. Ich habe immer das Gefühl, ich vergesse was. Hier ist ein Lager. Hier kommen wir ins Lager. Wir können ja mal gucken. Vielleicht finde ich hier noch was Interessantes. Nee. Bisschen dunkel. Ein paar Kopfhörer. Naja, das war Lärmschutz, das weiß ich natürlich. Alles sehr unordentlich und unaufgeräumt und durcheinander geschmissen. Macht man das so? Hier geht's wieder. Kommen wir denn hier hin? Aha, alles klar. Da sind wir wieder in der Living Area. Wo wir leben können. So, dann wollen wir mal hier. Aber dann brauche ich doch einen Anzug. Zum Interagieren, Helm auf, ausrüsten. Was ist das? Interagieren, interagieren. Ach, dann nimmt man den wieder ab. Gut, dann ist das geklärt. Und den hängt denn da. Okay. Was ist mit seinen Händen los? Was hat er da für ein Muster drauf? Sauerstoffniveau 20%. So wahrscheinlich nicht zu brauchen. Kann ich hier irgendwo Luft auffüllen? Ja, nicht aufhören unter 100 hier. So. Innenatmosphäre. Sonst ist hier nichts weiter, ne? Hier kann ich nichts nehmen. Ich drücke. Drück. Hallo, da ist die liebe Sonne, da ist ein Mond, das ist mein Licht und ich hänge am Geländer. Kontrollpunkt erreicht. Ich denke mal, wir werden hier zu dem Auto müssen. Das ist hübsch und groß. Und wie kommt man da rein? Hinten? Hinten. Da kann ich wieder Luft auffüllen. Gut. Jetzt muss erst die hintere Tür schließen. So, die Tür ist zu. Den Helm muss ich aber aufbehalten, ne? Man kann nie genug Luft haben. So. Kann ich hier den Helm irgendwo lassen? Nee, ne? Dann gehen wir mal dahin. Maschine starten. Fährt der von allein? Declan, I am buckled in and headed to the solar panel array. Well, now you've got nothing to do but listen to me. Just when my migraine was starting to clear up. I'm actually glad to have the Cyrano landing today. Some fresh faces, and supplies, distractions. Everyone's so on edge lately. I don't know, maybe I'm just imagining it. These dreams are starting to get to me. Yeah, you're not the only one having strange dreams there, Ace. You too? Oh yeah,
I mean, put yourself in my shoes. You log out after your shift, eat some rehydrated meatloaf, and bunk down for the night. But the second you fall asleep, it feels like you're back at your desk and you hear the static again. Calibrate, more static, calibrate, then something sounds different, it's a pattern, you start decoding it, it's gibberish, but the static keeps talking. It wants you to hear the symbols. Hm. Ist das eine lange Fahrt gewesen? Es speichert erstmal. And then I wake up and there's scribbled notes around me. Feels like I haven't slept at all. All right, I showed you mine, now lay it on me. Dreams, nightmares, fantasies, your deepest, darkest fears. Let's hear it. Sorry, I just pulled up to Macht the office. Der Sonne. I'll have to get back to you on all that. Suit yourself. The anticipation is killing me. Okay. Ah, er steht von alleine auf. Hier ist noch was, siehst du? Was haben wir denn hier? Ein Schrank mit was drin. Jetzt mache ich ihn wieder zu. Kann ich die noch mehr aufmachen hier? Nein. Öffnen. Okay. Okay. Elevator's not working. Someone must have borrowed a power cell. Declan, I'm heading up to the perilous rocky pathway. Power cell for the elevator is missing. Have fun. Oh, hey, just got an update from Commander Wilcox. Landing site preparations are underway. Also, she told me to clean up my shit at the comms tower. She didn't want to scare off the new recruits. I like Josie. Ich glaube, ich komme nicht mehr ins Auto rein. Wenn jetzt meine Luft alle ist. Cool. Bei Deliver as the Moon brauchte ich auch Energiezellen. Ja, die fehlen ja. Energiezellen. Hier liegt aber nur Strom. Ich gehe hier mal weiter. 92%. Bei 2% mache ich mir Sorgen. The solar panels are definitely desynchronized. I'll have to connect with my biogauge to rotate them. If I'm quick, there may still be enough hours of daylight to recharge the overnight batteries. Guck mal, da ist eine Luftstation. So, hier kann ich runtergehen. Ich glaube, das ist eine, die werden wir gleich mal ausprobieren. Wir gehen mal ran. So, das ist eine. Genau, O2. O2 ist überall. So, und dann gucke ich mal mit Alt. Kann ich jetzt hier nicht auf mein Dings schauen? Nein. Was ist hier? Hier finde ich aber auch, ich brauche, glaube ich, eine Energiezelle für den Aufzug. Wir gehen hier mal schnuckeln, gucken. Hier fehlt der Aufzug. Hier kann ich drücken. Ah, hier funktioniert was. Ich will aber nochmal vorher hier alles abgeguckt haben. Und dann holen wir nochmal Luft. Ganz tief. Was ist das da? Guck mal, da ist... Von hier kommen wir doch nicht. Wow, Declan... A whole section of the scaffolding here has collapsed. Oh, it was the witch! Or we had a minor quake recently. You know, take your pick, though. Steuerungsklasse Lukas, nie. Biomessen nach links, nach rechts navigieren. One down. Aha. Okay. Da oben ist auch was. Was sagt die Luft? Ja, sieht gut aus.
Was bist du? Keine Energie, okay. Kann ich hier noch weiter? Ich könnte hier noch weitergehen und gucken. Ich weiß aber nicht, ob das Sinn macht. Ich hole mir erstmal Luft. Kann ich jetzt auf das Ding zugreifen? Ich kann nicht auf das Ding zugreifen. Die sind noch nicht grün, wie ihr seht. Da ist das Ding. Die Steuerkonsole habe ich unterschlagen. Ich hole mir erstmal Luft. Ne? Ah, ist noch gut. Hier sind die Gerüste. Genau, und hier kann ich raufgehen. Scannen, um die Verbindung herzustellen. Aha, verbinden. Halt. Geht's wieder runter? Geht's auch wieder runter? Wie wieder 89? That should do it. So. Hi, Shane. I made a biogauge program so that you can see when Phobos is passing overhead. It circles Mars 3 times a day, you know, and it is required that everyone downloads this program. I've already added it to your OS to ensure that you don't forget. Thanks. Yeah. You're welcome. I think it'll really help with morale. Man kann ja nie wissen, ne? So, und dann haben wir jetzt da noch einen. Den machen wir auch noch. Dann haben wir das hier schon mal erledigt. Ich brauche noch eine Energiezelle für den. Hier fehlt auch who eine. Who is taking power cells from my solar array? Declan, who was out here last? Probably Lucas on some errand for Volkova. They're always up to something weird. Creeps me out. I have never met a normal botanist. Also die Zellen sind weg. Ist da jetzt was hochgefahren? Vielleicht sind die da unten. Dann geht das hoch. Gott. Aber ich kann nicht auf... Da soll ich lang... Ach, der zeigt mir den Weg an. Das sehe ich ja jetzt erst. Habe ich mir schon richtig gedacht. Ich muss hier hin. Ich brauche Powerzellen. So. Dann drücken wir mal auf den Knopf und fahren runter. Yeah, it's nice to step outside, breathe in that non-existent Martian air. Well, there's that, but I can move out here. I don't know, spread my wings a bit. Like a beautiful dead Martian swan. Like a dead Martian eagle. Energiezelle, aber die, wenn ich die nehme, komme ich ja nicht mehr hoch. Das wäre nicht so schlau. Also gehen wir mal hier gucken. Kontrollpunkt erreicht. Innenatmosphäre. Ah, hier ist noch ein zweiter Helm. Vielleicht ist hier noch wer. Ach. Ja, und das werden wir in der nächsten Folge rauskriegen. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.